Es ist mal wieder soweit, der Spieltag 12 liegt hinter uns. Und das heißt, Projekt Megafon ist wieder zur Stelle mit dem Format Megafon 95, wo wir eure Fortuna Düsseldorf Talklust stillen werden. Und der Typ, der immer so fleißig YouTube, iTunes Podcast, Soundcloud, Twitter, Facebook bewirbt, bin ich, der Wampendribbler. Michael, ich glaube, wir haben mittlerweile sogar auch Instagram. Ihr findet uns dort natürlich immer als Projekt Megafon. Und dort laden wir dann News, Updates zu den verschiedensten Formaten hoch, die wir haben. Schaut einfach mal rein, auf Facebook, auf Twitter. Gebt uns ein Like oder folgt uns, würde uns sehr freuen. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Wir würden uns auf jeden Fall über Nachrichten oder Meldungen von euch hören. So ein bisschen Feedback wiedergeben, fänden wir super. Micha, tauchen wir doch direkt mal ein. Ich finde Leute übrigens als Schwensky auf Twitter. Und dann gehen wir direkt ins Spiel, oder? Ja, würde ich sagen. So, dann fangen wir direkt mal an. Vor dem Spiel gab's da gegenüber dem Gladbach-Spiel Besonderheiten, die Ausfälle, Verletzungen oder die Taktik betraf. Verletzungen nur Rensing, was halt wahrscheinlich bis zur Rückrunde Bestand haben wird. Ja, in der Startelf gab's folgende Wechsel. Botzek hat für Fink gespielt. Usami hat für Rahman gespielt. Und Ayhan hat für Hoffmann gespielt. Die Formation war ein 4-1-4-1. Jetzt ist natürlich die Frage, Micha, gilt das schon als Derby? Ne, man ist ja nicht weit auseinander. Ich glaube, man fährt eine Stunde mit der S-Bahn. Es ist nicht mehr rein, es ist schon eher Ruhe. Wie findest du, ist es ein Derby? Ja, es kommt drauf an, wie man ein Derby bezeichnet. Es ist halt einfach ein Gegner, der in der Nähe ist. Und wenn das reicht für ein Derby, dann ist es ein Derby. Aber wenn man für ein Derby eine Feindschaft braucht oder irgendwelche Anfeindungen, sage ich mal, dann würde ich eigentlich sagen, es ist nicht wirklich ein Derby. Was ist eure Meinung? Ihr könnt es uns gerne twittern an Projekt Megafon. Dann fangen wir einfach mal mit dem Spielbericht an. Klar, dritte Minute, Neuhaus klärt auf der Linie. In den ersten 15 Minuten war gefühlt nur Neuhaus am Ball. Und fandest du das auch so? Ich habe es auch so empfunden, dass gefühlt, egal ob der Angriff jetzt über rechts oder links kam, man hat immer geguckt, so, ach, das ist ja wieder der Neuhaus und ach, schon wieder der Neuhaus, der hat irgendwie den Spielmacher gemacht in dem Spiel und und dann sogar auf der Linie klärt er den Ball, so, war auch der Neuhaus. Also. Jetzt ist halt die Frage, ich habe mich mit einigen Bochumern unterhalten, die meinen, der Ball wäre im Tor gewesen. Ja, ist ja verständlich, dass die meinen, der Ball wäre im Tor. Ja, ich fand, der Ball war halt, wenn, dann war der minimal drüber, aber ich glaube eigentlich, der war auf der Linie. Wir haben uns die Partie ja zusammen auf Sky angeguckt und wirklich sehen konnte man das nicht. Ist halt Pech. Gäb's halt in der zweiten Liga das berühmte Hawkeye, dann wäre das nicht passiert. Aber anderes Thema. 33 Minuten Fortuna über rechts, Zimmer flankt auf Hennings, der im Zentrum nicht richtig den Flugkopfball kommt und den Ball halt irgendwie als halben Rückpass zurückschiebt. Gelb für Botzek, klar. In der Situation gibt es aber kein Rot für Stöger, wo der Botzek den Ellbogen ins Gesicht haut. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, der Assistent hat es nicht gesehen, der andere auch nicht, der Vierte hat es auch nicht gesehen. Jetzt frage ich dich, Micha, wäre da der Videoassistent oder der Videobeweis besser gewesen? Der hat mich in der Situation wirklich geärgert, dass er dafür keine rote Karte gekriegt hat, weil man wirklich gesehen hat, der liegt mit dem Bauch auf dem Rasen und zieht dann wirklich zurück beim Ellbogen, wo ich mir denke, das kann keine natürliche Handbewegung sein oder kein, ja, ich schütze mich jetzt, weil ich bin zu ungelenkig, um meinen Arm so hinter meinem Rücken jemandem gegen Kopf zu hauen. Das würde also ungelenkig, um die Bewegung natürlich zu machen. Also geht das wahrscheinlich unnatürlich nicht. Gelb für Botzek müssen wir nicht besprechen, war auf jeden Fall gerechtfertigt. Wir bekommen in dem Fazit noch mehr oder weniger dazu, wie wir die Schiedsrichterleistung von Benjamin Kortus fanden. Also meine Meinung dazu ist, er hätte mit Rot vom Platz gemusst. Ich glaube, das steht außer Frage. Muss der Hauptschiedsrichter das sehen? Ich sag jetzt mal nein. Aber einer der anderen drei Beteiligten, oder vier Beteiligten in dem Fall, hätte das sehen müssen. Also, dass das alle vier nicht sehen, das ist schon etwas kurios und sorgt auch nicht dafür, dass die meiner Meinung nach dieses Bild auf sich projizieren, gute Schiedsrichter zu sein. Aber jetzt gehen wir wirklich mal die 43. Minute. Gute Möglichkeit für Bochum, aber der Wolf pariert den. Jetzt kommen wir zum Fazit der ersten Halbzeit.
Micha, ich fand, das Spiel war eigentlich ziemlich ausgeglichen. Fortuna war auch nicht gefährlich. Bochum war ein bisschen besser. Klar, es gab auch noch sehr viele Fouls, die auch nicht immer geahndet worden sind. Ist es auch deine Perspektive auf die erste Halbzeit? Ja, gefühlt hat Bochum in den ersten 5 Minuten nur Fußball gespielt und danach praktisch nur zerstört. Die haben halt die ganze Zeit nur gefoult, haben sich hinten reingestellt. Und Fortuna war halt präsenter auf dem Platz, aber wirklich vorwärts kamen sie nicht. Es war mehr so ein, wir schieben den Ball hin und her, weil wir nicht nach vorne kommen. Und immer wenn mal eine Möglichkeit war, nach vorne zu kommen, dann wurde der Fortuna-Spieler direkt umgetreten, wofür es dann keine gelben Karten gab, aber da kommen wir nachher nochmal zurück. Und ja, war kein schönes Spiel. Es war sicherlich nicht. Kommen wir zur zweiten Halbzeit, es passiert eigentlich nicht viel. Bochum hatte in 53. Minute, nach einer Flanke, die flach war, aus Schuss aus 7 oder 10 Metern. Wolf musste den Ball so über die Latte lenken. Ja, wir sehen das nicht, wenn du das mit der Hand nachmachst. aber es war so die einzige Aktion, die ihn ausgezeichnet hat. Und ich habe das noch so im Kopf. Das ist so die Bewegung, die du immer machst, wenn wir zusammen auf dem Platz sind. Meine Bälle halt immer zu hoch kommen. Aber kommen wir wieder zum wichtigen Sachen. 60. Minute kam Ramon für Usami. Er hat offensichtlich Ramon rausgelassen, weil er ihn schonen wollte. Das ist klar. Ich denke, wenn das Spiel anders verlaufen wäre, mit der Tendenz zu Fortuna, dann wäre er auch noch später oder gar nicht gekommen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie beurteilst du die Leistung von Usami? Wir haben vor dem Podcast so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir weder richtig Man of the Match haben, weder jemanden sagen können, der richtig grausam war, also den 20. Tagpreis hätte verdient. Wie beurteilst du Usami? Ja, es war irgendwie so eine komplette Durchschnittsleistung, wo keiner irgendwie positiv oder negativ aufgefallen ist. Und da würde ich Usami auch zuzählen. Das war so eine, ich glaube, in Kickernoten wäre es, glaube ich, eine 3,5. So, weil irgendwie es lag, glaube ich, aber einfach am Spiel, weil wenn Bochum halt die ganze Zeit nur zerstört, dann kann man auch nicht wirklich Fußball spielen. Das zeigt ja das ja auch irgendwie danach. Ramon konnte auch nicht wirklich für Wirbel sorgen. Also der fiel zwar auf durch sein neues Kinnbärtchen, was er trägt, aber so wirklich Schwung in die Partie konnte er nicht bringen. Bochum fing an, Fußball zu spielen, so um die 70. Minute rum. Ja, Fortuna brachte noch Nielsen für Hennings. Wir haben uns ein bisschen gefreut, dass Nielsen dann wieder kam. Aber das Spiel von Bochum dauerte auch nicht lange. Das ging dann bis zur 87. Minute, wo Lukas Hinterseher heißt er, glaube ich, dann mit Gelb-Rot vom Platz flog. Berechtigte gelb-rote Karte, so wie er den Keeper reinrutscht, weil er versucht ja noch an den Ball zu kommen. Ich kenne das selbst, wenn man Fußball spielt, man ist nur auf den Ball fokussiert und auf sich selbst. Nur wenn man sich die Fernsehbilder anguckt, dann denkt man sich, okay, der hätte doch wegbleiben können. Also Gelb-Rot gerechtfertigt. Ja, ich denke schon, dass es eine gelbe Karte ist. Aber ich konnte in dem Moment die Aufregung der Fortuna-Spieler irgendwie nicht verstehen, weil der will halt zum Ball, Wolf geht raus, der Hinterseher sieht, der Wolf kommt vor ihm an Ball und er zieht zurück, aber wegen der Geschwindigkeit rast er halt trotzdem in ihn rein, aber er zieht halt das Bein ein und um ihn halt nicht zu verletzen. Und dann ist es halt nur ein normaler Zusammenprall und dann gibt's halt Gelb, weil es halt der Torwart ist. Und war halt unnötig, sich dann von den Fortuna-Spielern so aufzuregen, vor allem, weil er ja zurückzieht, um den Wolf nicht zu verletzen. Und das ist halt Fußball, da passiert halt so ein Zusammenprall und dann gibt's dafür Gelb und dann hat sich die Sache erledigt. In dem Fall dann halt Gelb-Rot. Dann kommen wir jetzt noch zum Ende des Spiels. Gab, glaube ich, 2-3 Minuten Nachspielzeit, aber Benjamin Kurtus pfiff dann ein bisschen früh ab, weil Fortuna den Ball irgendwie nicht mal hoch in den Strafraum gekloppt hat, sondern den Ball irgendwie in der Mittellinie rumpimmelte. Dann hat sich Kurtus gedacht, okay, wenn die nicht mehr machen und kein Tor schießen wollen. Wenn ihr nicht mehr Fußball spielen wollt, dann will ich auch nicht mehr pfeifen, dann pfeife ich ab und die Sache ist damit gut. Bevor wir jetzt zum Fazit des Spiels kommen, würde ich gerne so ein bisschen mit dir über die Leistung von Benjamin Kurtus sprechen. Ich weiß, wir versuchen es eigentlich zu vermeiden, in unserem Podcast Schiedsrichter zu kritisieren oder halt auch schlecht zu reden. Weil wir halt beide der Meinung sind, das gehört sich nicht. Jeder hat mal einen schlechten Tag, es gilt auf dem Platz, es gilt aber auch für die Schiedsrichter. Man spricht immer davon, dass jeder Schiedsrichter seine eigene Linie findet. Er hat in diesem Spiel konstante Unkonstanz gezeigt, oder? Ja, ich würde eigentlich schon behaupten, er hat auch Konstanz gezeigt, nur ich finde, er hat halt mit seiner Linie den Bochumern in die Karten gespielt, indem er halt für Fouls, die halt
ja, da kann man gelb zeigen, aber ich zeige kein gelb, weil man muss nicht gelb zeigen. Und dann gab es halt mehrere so Aktionen und das waren dann halt immer so gerade auf der Grenze zum Gelb. Aber wenn du dafür halt keine gelbe kriegst, dann machst du das halt zweimal und dann und dreimal, weil du kriegst dafür kein Gelb. Und wenn du dann halt, wenn man für so eine Aktion dann eine gelbe kriegt, dann wissen die Spieler, okay, so weit kann ich gehen. Und wenn der Schiri halt eine lockere Linie fährt, was ich eigentlich befürworte, aber zumindest was Fouls angeht, dass man nicht jeden kleinen Bodycheck direkt pfeifen muss, aber schon, wenn man merkt, dass der Gegner komplett nur auf die Knochen geht, dass man da auch mal eine gelbe Karte zeigen muss, wo es halt eine, ja, das kann eine gelbe Karte sein. Und das hat mich halt gestört, dass der Schiri den Bochumann so in die Karten gespielt hat, indem er relativ wenige gelbe Karten verteilt hat. Karl und ich, wir haben heute Morgen beim Frühstück darüber gesprochen und ja, wir kamen halt zum Schluss, vor allem das Pimmin Cordes, vor allem in der Anfangszeit, zu viel hat laufen lassen, ohne eine Karte zu zeigen. Das hat Bochum natürlich in die Karten gespielt, denn die, das ist jetzt schon ein bisschen das Fazit, haben wirklich versucht, das Spiel zu zerstören. Also die wollten das 0-0 und die haben sich gedacht, wenn wir irgendwie einen reinhauen, dann hilft uns halt der Gott dabei. Und ja, ansonsten sind wir mit dem 0-0 vollkommen zufrieden. Jetzt ist die Frage, ist der Schiedsrichter schuld, dass Fortuna verloren hat? Oder hat Fortuna einfach nicht die Mittel gefunden? Micha, dein Fazit. Eigentlich würde ich nicht sagen, dass der Schiedsrichter schuld ist. Der Schiedsrichter hat ja seine Linie komplett durchgezogen, was ja eigentlich für den Schiedsrichter spricht. Nur die Linie war halt nicht jetzt, ja, hat mir jetzt nicht so gefallen, wie er sie gepfiffen hat, aber er hat wenigstens seine Linie durchgezogen. Und ja, Fortuna kam halt nicht durch gegen dieses Abwehrbollwerk, sag ich mal, und dieses mit allen Mann den Gegner vom Tor weghalten und Hauptsache kein Tor kassieren, und wenn wir eins machen oder nicht, ist uns egal, aber wir wollen auf jeden Fall 0-0 spielen. Es war halt der Schiri hat Bochum halt in die Karten gespielt, Fortuna kam da nicht durch die Verteidigung und es war halt so ein typisches 0-0-Spiel ohne irgendwelche großen Aufreger oder sehr großen Torchancen. Da kommt so ein bisschen die Frage auf, welchen Spieler kann man denn erwähnen? Ja klar, Neuhaus, der hat in der Anfangsphase vor allem das Spiel an sich gerissen. Bormuth, der war halt körperlich präsent. Meine Situation, wenn ich mich so, da steht er in der Mittellinie, wird gepresst, dreht sich um und spielt den Ball nach hinten. Ich weiß noch, wie wir das angeguckt haben, weil der Ball halt nicht hart und hoch gespielt worden ist, so wie wir das gewohnt sind, wenn der Rensing hinten drin steht, sondern der so einen normal starken Pass Richtung Mitte spielt und dann plötzlich der Wolf steht. Also das war für mich so... Der dann auch einmal so 25 Meter vom Tor stand, was man so normalerweise von Fortuna Torhütern nicht kennt. Da kennt man so weiter als 11er Punkt gehe ich nicht. Ja, und der Zimmer hat auch... der gefällt mir in den letzten Spielen eigentlich schon ziemlich gut. Aber der hat halt ein Problem, der bis zum 16er oder bis zum Flügel kann er sich richtig schön durchdribbeln, kann schöne Doppelpässe spielen mit Spielern und hantiert da schön rum. Aber sobald es irgendwie darum geht, jetzt so diesen entscheidenden Pass in die Spitze oder den Torabschluss zu suchen, das kriegt er nicht hin. So diese eine schöne Flanke rein kriegt er noch hin, aber irgendwie, ja, weiß er manchmal, der ist, glaube ich, manchmal selbst überrascht, so, oh, jetzt bin ich ja schon komplett durch, was mache ich jetzt? Aber eigentlich gefällt mir seine Spielart. Es liegt, glaube ich, daran, dass er halt gelernter Rechtsverteidiger ist, der schon immer so einen Offensivdrang hatte. Wenn man so ein bisschen seine Karriere verfolgt, so im Nachhinein merkt man das oft, dass er immer Verteidiger war, aber immer diesen Drang nach vorne hatte. Und irgendwann hat einer gesagt, so, ey, du hast diesen massiven Drang nach vorne, du hast diese Ballkontrolle, diese Dribbelstärke, dann setze ich dich im Mittelfeld ein, ist der Weg nach vorne nicht so weit. Aber wie du schon sagtest, er weiß oft nichts damit anzufangen. Jetzt tue ich mich ein bisschen schwer, wenn ich sage, wer Man of the Match ist. Spontan würde mir einfallen, weil es war nicht sein Tag. Trotz der Durchschnittsleistung würde ich behaupten, dass Adam Boczek nicht alles gezeigt hat, was er hätte können. Er hätte meiner Meinung nach mehr zerstören, mehr präsenter sein müssen. Denn wir finden ja beide, dass er so ein defensiver Zerstörer ist. Micha, kann ich dir jemanden nennen, der Man of the Match wird? Wen würdest du denn wählen? Für mich auffälligster Spieler war halt Neuhaus, auch wenn es halt nur in der ersten Halbzeit war und danach verlierte sich das so ein bisschen. Aber wenn ich einem Man of the Match geben muss, dann Florian Neuhaus. Wer wäre denn dein Man of the Match? Ich hätte nicht wirklich einen, das ist mein Problem. Und deswegen, bei mir ist auch, ich glaube, wenn ich einen geben muss, würde ich ihn Wolf geben, weil er einfach ein paar Bälle gehalten hat, aber das fände ich dann auch irgendwie zu übertrieben, dass wenn ein Torwart auch nur durchschnittlich spielt.
Ich habe ja vor ein paar Wochen auch schon mal verzichtet, glaube ich, Man of the Match zu geben. Du kannst es auch tun, ist nichts Verwerfliches bei. Wie gesagt, ich habe ja eben bei, es war nicht ein Tagpreis, Adam Wojcik irgendwie da reingeschustert, weil ich mir mehr erwartet hatte von ihm. Auch wenn so eine Aktion ist, so, der hat nicht viel gespielt, jetzt bis jetzt in der Saison, kommt rein, aber er sticht nicht nach oben aus, er war auch defensiv nicht besonders aktiv. Das ist so ein bisschen, was ich mir gewünscht hatte. Ich hätte mir gewünscht, dass er halt, wie gesagt, schon zerstört und defensiv mal Gas gibt, ne, um sich vielleicht über den Fokus zu spielen. Das ist nicht passiert. Deswegen würde ich sagen, es war nicht Adam Wojcik's Tag. Ich verteile auch keinen, es war nicht sein Tagpreis, weil, wie gesagt, es war für mich gefühlt von allen eine durchschnittliche Leistung und deswegen verzichte ich da jetzt drauf. Jetzt kommen wir zu einem Gegner, der weniger durchschnittlich spielt im Moment, Heidenheim. Wir sind Tabellen 16. Ja, jetzt ist die Frage, passiert bei denen in der Saison noch viel? Micha, was verbindet dich mit Heidenheim? Ich muss zugeben, das, was mich mit Heidenheim verbindet, ist halt diese Trainer-Doku, wo auch Frank Schmidt drin ist, wo die den so ein bisschen begleitet haben, glaube ich, in seiner zweiten oder dritten Saison bei Heidenheim, wo die dann so ein bisschen beleuchtet haben, dass er da mit denen, glaube ich, zweimal aufgestiegen ist. Bei mir eigentlich auch. So einerseits die Doku ist mir aufgefallen. Ja, das andererseits ist ja Heidenheim irgendwie auch so ein Club, wo irgendwie ist da auch ein Investor drin, aber irgendwie auch nicht. Und ja, das ist halt so ein Verein. Wenn man jetzt nicht gerade gegen den spielt, dann interessiert man sich eigentlich auch nicht wirklich dafür, ohne das jetzt irgendwie gemein zu meinen. Deswegen so wirklich Verbindung habe ich zu denen jetzt nicht. Keine große zumindest. Ich glaube, so ein richtiger Investor ist es auch irgendwie nicht. Ich glaube, es ist ein Zusammenschluss von Firmen, die da ansässig sind. Ja, irgendwie sowas. Heidenheim ist halt eine Stadt mit vielen Firmen und die sind auch, was Leistungszentren und Trainingsplätze angeht, mittlerweile eins der Top-Teams der zweiten Liga zumindest. Und zwar das letzte Spiel der beiden Mannschaften dieses Jahr war 0-0. Jetzt ist die Frage, was tippen wir für das Spiel? Ich würde jetzt sagen, Fortuna gewinnt zu Hause. Mit einem 1-0, einem 2-1, irgendwie sowas. Ja, mein Tipp wär ein 2-0 oder ein 3-1 für Fortuna. Jetzt fällt mir das leider erst im Nachhinein ein, was ich dich noch zu Rafa Wolf und Rensing fragen wollte. Denkst du, dass Wolf für die Rückrunde gesetzt sein könnte? Oder denkst du, wenn Rensing im Winter nach der Vorbereitung wieder 100% fit ist, dass er auch 100% spielt, egal wie geil Wolf jetzt agiert? Ich glaube, das kommt dann auf die das Wintertrainingslager an, wer sich wie präsentiert. Und ja, ich denke mal, da werden die Würfel neu gemischt, die Karten neu gemischt, natürlich. Wo man eigentlich dachte, dass es einen Aufschwung gibt bei der zweiten Kompression in Düsseldorf, ja, wurde diese Euphorie, würde ich sagen, gebremst. Ein Follower beim FC Köln 2 mit 3-1. Tore machten Hildebrand, Ratifo, Fröhlich für Köln und José machte das 2-1 für Fortuna. Micha, du hast das Spiel verfolgt. Die zweite von Köln ist eigentlich momentan eine Mannschaft, die auf dem Abstiegsplatz sitzt und hat jetzt aber gegen Fortuna, gegen die zweite und gegen das Spiel davor zwei Siege hintereinander eingefahren, weil sonst haben sie in dieser Saison eigentlich noch nicht viel gerissen. Kann sein, dass sie jetzt erst so richtig in Schwung kommen. Und ja, Köln ging verdient in Führung und hat dann direkt mit einem Doppelschlag sind sie direkt in 2-0 in Führung gegangen, in der 30. und in der 31. Minute. Die zweite kam vor der Halbzeit noch ran, mit einem 2-1 zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt in der 41. Minute. Und nach der Pause drängte die zweite halt auf den Ausgleich, war viel offensiv aktiv. Aber die Kölner standen halt gut und haben dann auch sehr gut gekontert und haben halt den Raum, den die zweite freigemacht hat, um so offensiv zu spielen, halt gut genutzt, um gute Konter zu fahren. Ja, und dann in der 73. Minute ist dann so ein Konter erfolgreich gewesen und dann hat die zweite Mannschaft von Köln dann halt das 3-1 geschossen. Ja, danach war der Keks zerbröselt und danach kam halt nicht mehr viel. Wie gesagt, das Spiel ist dann 3-1 für die zweite Mannschaft vom ersten FC Köln ausgegangen. Jetzt stelle ich mir die Frage, wir haben darüber schon ein bisschen gesprochen, dass wir mit der zweiten zu rechnen haben, dass die irgendwie am Ende der Saison im Mittelfeld landen werden? Oder siehst du eigentlich mehr Qualität in dem Kader?
Nee, ich denke mal, die werden im Mittelfeld landen. Die Qualität oder die Spieler, die halt über Viertliganiveau waren, die hat Fortuna halt ausgeliehen in die dritte Liga, damit sie sich da verbessern. Da sieht man halt auch, dass die Zote für Fortuna halt wirklich eigentlich nur so eine Talentfördermaschine ist und nicht wirklich, oh, wir müssen jetzt mit aller Kraft aufsteigen, weil sonst hätte man die Spieler einfach behalten. Ja, ich denke mal, so ein Mittelfeldplatz ist drin und ist auch alles gut. So eine Talentfördermaschine, meinst du, dass man, wenn man Talente hat, wie zum Beispiel Lukoki oder Kiesewetter, die oder Lovren, die im Moment in der ersten nicht zum Zug kommen, dass die einfach einen Ort haben, wo die am Laufen bleiben, also spielen können? Ja, einfach Spielpraxis sammeln, um dann fit zu sein, wenn mal in der ersten Mannschaft einer ausfällt und die dann gebraucht werden. Es ist natürlich ein Ansatz, der so von vielen Profimannschaften gemacht wird, ne? Also wenn man sich da mal die zwei Vertretungen anguckt, ich glaube Leverkusen unter anderem oder Leipzig, die haben ihre zwei Vertretungen mittlerweile aufgelöst. Mainz hatte seine zwei Vertretungen auch zwischenzeitlich mal aufgelöst, oder lösen die mal immer wieder auf. Ist das denn mittlerweile so, dass diese Zweiten, diese Amateurmannschaften, wie man das früher mal genannt hat, immer belangloser werden? Weil wenn Spieler den Sprung schaffen, ist es doch die meistens direkt von der U19. Ja, ich denke, für Bundesligamannschaften sind die Zweiten eher belanglos, weil die haben halt die Spieler, die sie brauchen, die spielen halt. Für die ist halt nochmal der Bruch zwischen, wenn die erste Mannschaft halt in der ersten Liga spielt und die zweite in der vierten, das ist dann halt nochmal ein sehr krasser Unterschied. Bei Fortuna, wenn man zum Beispiel in der zweiten Liga spielt, ist es ja nochmal ein kleinerer Unterschied von der vierten in die zweite Liga und da kann man den Sprung schon mal schaffen. Deswegen ist da halt die Diskrepanz nicht so groß und deswegen ist es da sinnvoller als in den Erstligamannschaften. Stellt sich mir natürlich jetzt die Frage, weil es ja immer wieder darum geht, zumindest in den unteren Ligen, wo auch Zeitvertretungen aktiv sind, wo es um TV-Rechte, um Sponsorrechte geht, um Platzierungsboni geht. Da bei den Platzierungsboni in die zweiten mittlerweile ausgenommen. Wäre es dann nicht sinnvoll für die DFL, eine Liga für Zweitvertretungen einzuführen, wie das zum Beispiel in England gehandhabt wird, dass es praktisch da so eine Amateurliga gibt? Ich denke, die Zweitvertretungen profitieren aber davon, wenn die halt unter normaler Konkurrenz laufen und nicht nur unter sich spielen. Weil es ist auch besser, wenn zum Beispiel die Zweitvertretungen werden ja auch meistens U23-Mannschaften genannt. Wenn da halt irgendwie ein 22 Jahre alter Spieler gegen einen anderen 19-Jährigen spielt oder gegen einen anderen 20-Jährigen, dann ist es halt nicht so gut, als wenn mal wirklich ein 22-Jähriger auch wirklich mal gegen einen 30-Jährigen spielt und der auch mal Erfahrung hat. Das ist dann, bringt denen eine ganz andere Erfahrung. Und ich glaube, es ist für die Qualität der einzelnen Spieler besser, wenn die weiterhin in den Ligen bleiben. Aber ich glaube mal, für die Fankultur an sich wäre es halt besser, wenn die Amateure in der eigenen Liga wären, weil man merkt ja auch, wenn Zweitvertretungen spielen, die bringen halt nicht viele Fans mit. Oder meistens gibt es zum Beispiel jetzt auch bei Fortuna, ist es ja so, dass ich würde gerne auch mal zur zweiten gehen, wenn die jetzt, sage ich mal, gegen Oberhausen spielen oder auswärts in Oberhausen. Das ist dann, oder gegen Rot-Weiß Essen oder Köln oder so. Das ist, da will man dann hingehen, aber dann werden die Spiele extra so gelegt, dass die parallel zur ersten Mannschaft spielen und man halt nicht hingehen kann. Ja, weil die dann keine Randale wollen. Und das ist dann halt auch so, selbst wenn man mal zur zweiten gehen will, dann werden einem Steine in den Weg gelegt und dann sind dann halt als Fans der Zoten kommen dann irgendwie 30 Leute mit und das ist halt nicht gut für die Fankultur und für die Stimmung und man hat halt keinen Bock gegen die Zweitvertretung von irgendeinem zu spielen, wenn man halt ein normaler Verein in der vierten Liga ist oder in der dritten Liga ist. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals aufgestiegen sind in die zweite Liga gegen Werder Bremen 2, wo man dann irgendwie dem Busfahrer, der weil in der Tribüne stand, VIP-Tickets gegeben hat, dass der und die paar Eltern, die da waren, die Kurve freigemacht haben, sodass man da seine eigenen Fans für die Aufstiegsfeier reinbringen konnte. Jetzt bleibt eins noch zu klären. Denkst du, dass dieses System in England, was man hat, mit der Liga nur für Zweitvertretungen funktioniert? Weil du hast eben gesagt, dass Jungspieler durchaus davon profitieren können. Jetzt ist aber die Frage, das Problem, dass oft aus Zweitvertretungen die Spieler es nicht schaffen. Meinst du, sie könnten den Sprung eher schaffen, wenn es diese separate, nennen wir sie mal U23-Liga gäbe? Ja, ich weiß, so genau kann ich das jetzt eigentlich nicht sagen, weil
weil wenn es so eine separate U23-Liga geben würde, das wäre dann ja nichts anderes als die A-Jugend und so. Deswegen, es ist halt eigentlich, glaube ich, auch eher, wenn man jetzt einfach nur will, dass die Spielpraxis sammeln und einfach ein bisschen kicken, dann wäre das, glaube ich, ganz gut. Aber wenn man wirklich will, dass sie sich auch in der Zweitvertretung weiterentwickeln, dann wäre es, glaube ich, besser, wenn die halt zusammenbleiben. Ihr könnt uns ja eure Meinung gerne twittern oder auf Facebook schreiben oder bei YouTube in die Kommentare knallen. Wir würden uns über eure Meinung freuen und wir haben ein bisschen überzogen. Wir wollten eigentlich die Folge ein bisschen kürzer halten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wo ihr uns findet, habe ich schon genannt. Ich hau's nochmal raus. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, iTunes Podcast, also mittlerweile wirklich überall. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich bin der Mo, der Wampendribbel auf Twitter. An meiner Seite war der Micha @Cherensky auf Twitter. Ja, dann sagen wir hasta luego. Bis zum nächsten Mal.